Hallo, liebe Meraluna-Gemeinde. Tja, letztes Jahr saßen wir schon mal in dieser Konstellation beim Crypt Talk und haben uns nicht träumen lassen, dass wir das in diesem Jahr nochmal wiederholen müssen oder auch wollen natürlich. Es ist alles ein bisschen anders gelaufen, als wir uns das vorgestellt haben. So wären wir an diesem Wochenende eigentlich lieber in Hildesheim auf dem heiligen oder unheiligen Acker des Meralunas. Sind wir dieses Jahr offensichtlich nicht. Der Grund ist bekannt. Wir wollen uns aber trotzdem nochmal damit auseinandersetzen, was im letzten Jahr passiert ist, was wir in Zukunft erwarten dürfen und wie es uns eigentlich so geht, weil das ja schon harte Einschnitte waren, die uns alle berührt haben, mitgenommen haben und natürlich auch ein Stück weit traurig gemacht haben. Nichtsdestotrotz wollen wir nach vorne gucken, in eine Zeit, die sich bessern wird und wo das Miraluna wieder so aufleben wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wollen aber noch gar nicht so viel zu wegnehmen. Wir wollen in unsere Talkrunde starten. Und ich begrüße ganz herzlich Chris von Lord of the Lost. Schon wieder. Schon wieder, ein zweites Mal. Ja. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder da Ich bist. mich Es auch. ist letztes Jahr, unser Talk ist sehr, sehr gut angekommen bei den Besucherinnen und Besuchern von Mira Luna. Es wurde sich gewünscht, dass wir das nochmal machen. Und die Zeiten sind besondere Zeiten. Und ich glaube, für dich als Künstler auch. Und wie ist es dir ergangen im letzten Jahr, seit wir da saßen und gedacht haben, nächstes Jahr sehen wir uns in Hildesheim? Und Ja, jetzt sitzen wir hier. also zunächst mal muss ich auch sagen, ich freue mich, das wieder zu machen, freue mich, dich wiederzusehen. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt, wenn ich dir sage, dass ich aber mich noch mehr gefreut hätte, nicht mit dir hier zu sitzen und auf der Bühne zu stehen. Das geht uns allen so, ja, zweifellos. Und ich sehe, ihr habt doch die Räumlichkeit ein bisschen aufgepimpt. Also letztes Mal bei euch im heißen Büro, es Genau. wird jetzt ein bisschen größer. Naja, also ich kann mich nicht beschweren, zum Glück. Also ich bin ja nicht nur einfach alleine Musiker, sondern eben auch Produzent von vielen Bands und da gibt es viel zu tun im Studio. Also ich kann mich nicht über mangelnde Arbeit beschweren. Und es ist aber natürlich einfach wieder auf einmal ganz viel Freizeit da gewesen, die man nicht gehabt hätte. Also so über den Daumen knapp 100 Shows, die weltweit ausgefallen sind. Das ist viel Arbeitstage, die man nutzen kann. Absolut. Und wir haben uns einfach überlegt, dass wir als Band, als Lord of Lost eigentlich keine Ausrede haben, irgendwie dann sowas zu sagen wie, oh, Corona, irgendwie alles scheiße und ja, warten wir mal ab, sondern wir haben gesagt, wir ziehen durch und haben dann dementsprechend unser neues Album, was wir angefangen haben zu schreiben, im Juni schon, auch bevor wir uns gesehen haben, glaube ich, haben wir gesagt, wir machen ein Doppelalbum. Das ist das siebte Album, dann machen wir was Großes, weil Ja. wenn es danach wieder richtig losgeht und man vielleicht 2 Jahre gefühlt auf Dauertour ist, kann man sowas vielleicht gar nicht machen. Also Das haben wir stimmt. einfach die Zeit genutzt und wir hatten unglaublich viel Spaß damit. Und wir haben tatsächlich auch durch diese Produktion, durch eine extrem intensive Produktion, auch mit echter Kirchenorgel und so, wo ich das hier sehe, auch das ein bisschen vergessen können. Das war auch so ein bisschen Selbstheilung tatsächlich. Ja, Sich so das glaube ganz ich. doll in sowas reinstürzen. Aber ich muss die Frage wirklich direkt zurückspielen, weil ich mich frage, was macht ihr den ganzen Tag? Seid ihr den ganzen Tag damit beschäftigt, Sachen zu verlegen? Oder was? Also, weil ihr seid ja nun mal eine Booking-Agentur und wenn es nichts zu booken oder Veranstalter und wenn es halt nichts zu Ja, booken gibt, was macht man denn da so? das ist sehr vielschichtig und sehr unterschiedlich über die verschiedenen Bereiche der Firma. Generell ist es aber schon absolut so, dass es eine wahnsinnig frustrierende und auch belastende Situation war. Wir haben 2020 aufgrund der Corona-Pandemie die Festivals einmal absagen müssen. Das tat schon weh, gerade in der Zeit, wo es so wahnsinnig viele Fragezeichen gab und viele offene Fragen blieben. Und hat sich mittlerweile natürlich ein bisschen geändert. Es gibt zumindest jetzt einen Impfstoff, es gibt Optionen, wie wir aus der Pandemie rauskommen. Die Zahlen sind anders, als sie zwischenzeitlich waren, als die ersten Mutationen aufkamen und so weiter. Aber als uns klar wurde, und das war ja schon Anfang des Jahres der Fall, wir haben noch lange gekämpft. Wir haben, und das war eines der Hauptdinge, die wir getan haben, mit Experten, Virologen, Hygienikern, Ärzten versuchen, also Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte zu entwickeln, weil wir unbedingt die Festivals möglich machen wollten und vor allem das Mera Luna. Es ist uns aber nicht gelungen am Ende, was nicht daran lag, dass schlechte Arbeit geleistet wurde, sondern dass, ich sag mal, die Welt einfach noch nicht bereit war für Veranstaltungen dieser Art mit den derzeitigen Zahlen und dem Impffortschritt und allen Dingen, die irgendwie Auch in der dazugehörten. Größe vor allen Dingen, Ganz ne? genau. Das haben wir dann erkannt. Wir haben, wie gesagt, noch relativ lange drum gekämpft. Wir haben es relativ transparent und offen gespielt, mit den Besucherinnen und Besuchern auch klar gesagt, dass wir es auch nicht wissen, dass wir aber unser Bestes geben.
Und als wir dann die Festivals erneut absagen mussten, war es keine Überraschung, weil man zwischenzeitlich sich natürlich an den Gedanken irgendwie gewöhnt hatte, was schlimm genug ist. Aber es tat dann doch nochmal weh, das schwarz auf weiß selber zu lesen, obwohl man die Nachricht ja selber rausgegeben hatte. Hast du Momente, wo du so Perspektivlosigkeit empfindest? Weil zum Beispiel wir als Band, wir verkaufen CDs, wir verkaufen T-Shirts, wir machen Streams. Wir haben tatsächlich auch dank unserer Fans auch wirklich monetär das gut überleben können. Gibt es Momente, wo du als Veranstalter sagst, du bist ja auch, du hängst ja an einem anderen Hebel in dieser Kette, wo du sagst so, hast du mal daran gezweifelt, dass du gesagt hast, was mache ich hier eigentlich? Wäre ich doch lieber, keine Ahnung, Salatbauer oder so? Natürlich ist die Zeit, gerade die Zeit in den Lockdowns, wo wirklich überhaupt kein gesellschaftliches Leben oder nahezu keins passierte, schon eine Zeit, wo man sehr nachdenklich wird, wo man über vieles nachdenkt. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir als Firma sehr freundschaftlich, familiär zusammengehalten haben, wie wir das immer tun. Und es ging auch einigen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt nicht gut in der Zeit. Da hat man sich gekümmert oder es wurde geholfen oder Menschen haben sich helfen lassen. Das ist alles vorgekommen. Wir waren Gott sei Dank so aufgestellt, dass wir, ist zumindest was den finanziellen Aspekt angeht, weil du ja gerade sagst, Merchandising und so weiter, relativ gute Jahre hatten und wir haben immer sehr solide gewirtschaftet. Wir haben uns nie übernommen, wir haben nie Dinger gemacht, die wir uns nicht leisten konnten, weswegen wir natürlich das Geld, was wir eigentlich kreativ anders verplanen wollten, jetzt dafür benutzt haben, diese Pandemie abzufedern, weil auch staatliche Hilfen für uns nur sehr spärlich und sehr zeitverzögert, wenn überhaupt kamen. Für alle, da liegen Milliarden noch rum. Also. Genau, also das ist ein Problem gewesen. Jetzt gibt es den Ausfallfonds, die Wirtschaftlichkeitshilfen und all diesen diese Programme, die da released wurden, aber die sind auch alle in irgendeiner Art und Weise problembehaftet und man versucht jetzt irgendwie den Weg durch diesen Beantragungsdschungel zu finden, aber es ist nicht so einfach. Also am Ende haben wir uns tatsächlich selbst geholfen, mehr oder weniger, haben geguckt, dass das Team zusammenbleibt und haben vor allem in die Zukunft geplant. Ja. Was ein bisschen schwierig war, zum Teil sich das selber noch abzukaufen, weil man das ja schon mal gesagt hatte im Jahr davor. Am Ende war es aber schon so, dass wir gesagt haben, ey, es hilft ja alles nichts. Wir halten jetzt zusammen. Wir bleiben kreativ. Darum haben wir dieses Wochenende des Mera Lunas auch mit den Konzerten, die wir produziert haben und unserem Talk und anderen Dingen, die wir anbieten werden, anderen Überraschungen produziert, damit wir kreativ bleiben, damit die Bands gefeatured werden können, damit unser Team im positiven Sinne was Kreatives schaffen kann und wir auch unseren Fans, Besucherinnen, Besuchern was geben können an diesem Wochenende. Denn es ist ja für alle nicht leicht. Also die Idee ist gigantisch gut und hier zu spielen, also ich hätte es auch super gern gemacht, du weißt, wir haben unseren eigenen Stream gemacht. Genau. Und das ist dann einfach so ein bisschen viel auf einmal, das bringt keinem was. Hast du recht. Aber ich muss sagen, ihr habt das echt toll gemacht. Also freut mich, dass ihr den Workaround findet, auch gerade für die Fans, weil ich weiß, für viele ist, es gibt einfach auch Leute, die sparen so ein ganzes, gefühlt ein ganzes Jahr auf so ein Festival. Das ist so quasi für die Weihnachten und Geburtstag auf einmal und dann findet das nicht statt. Und dann hat man zumindest die Möglichkeit, sich von der Couch aus ein bisschen das Gefühl, das Mera Luna-Gefühl zu holen. Ja, und es ist ja auch so, dass wir schätzen diese Szene ganz besonders. Und die Szene ist besonders. Und es gibt auch in dieser Szene jetzt nicht unzählige Online-Angebote mit einer super Qualität und die Spaß gemacht haben, die schon stattgefunden hätten. Ihr habt einen bemerkenswert guten Stream gemacht, wie ich finde, der sehr lang war, der einen tollen Sound hatte und der gut produziert war, warum wir auch dann gesagt haben, okay, dann machen wir den Talk und lassen jetzt Subway to Sally und Mono Inc. hier spielen, sonst hättet ihr das ja auch gerne gemacht und ich finde einfach, dass es wichtig ist, dran zu bleiben und auch die Marke Mera Luna, das Festival, was ja vielen wirklich am Herzen liegt, auch in schweren Zeiten aufleben zu lassen, den Menschen etwas zu geben und dafür bekommt man ja auch was zurück. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall sehr positive Vibes und sehr positive Aspekte für dann das Jahr 2022 haben wird, wo wir dann auch wirklich, und da schwöre ich fast drauf, wieder in Hildesheim auf dem Mera Luna Festival uns zum größten Gothic Festival Europas mittlerweile zusammenfinden. Ich habe tatsächlich auch ein gutes Gefühl. Letztes Jahr habe ich tatsächlich noch dieses gute Gefühl noch nicht gehabt, weil alles so ganz hart bergab ging. Ja. Und ich ja selber weiß, dass in dieser Veranstaltungsbranche sich die Räder einfach in der Vorbereitung langsam drehen, was die Fans häufig nicht mitbekommen, dass das, was heute stattfindet, häufig 2 Jahre oder mehr im Voraus geplant wird.
Und da habe ich auch gedacht, ah, ich bin mir noch nicht so sicher. Für nächstes Jahr habe ich tatsächlich ein gutes Gefühl. Ich glaube das auch. Was ist denn das Größte der Welt dann, wenn du sagst, im Gothic-Bereich? Was ist denn da? Vielleicht sind wir das auch, das weiß ich gar Weil ich nicht. weiß es gar nicht, weil zum Beispiel, wenn du mal nach Amerika guckst, ich glaube, wir haben letztes Jahr auch kurz mal darüber Ja. gesprochen, die unterscheiden ja zum Beispiel gar nicht so krass zwischen diesen Genres. Das ist halt alles so die Alternative-Szene. Zumindest im musikalischen Bereich. Bei Partys wird immer noch ein bisschen doller unterschieden. Deshalb würde ich mich jetzt echt fragen, was genau ist denn größer? Weil Ja, ich, Metal-Festivals du kenne ich jetzt eine bringst mich auf Menge. einen guten Gedanken. Ich werde das nochmal recherchieren. Ja, Und du mach hast mal. vollkommen recht. Es gibt natürlich viele Metal-Festivals, die diesen Faktor inkludieren, Ja, genauso wie unsere klar. Freunde vom Wacken und diverse anderen. Ja. Aber das ist ja einfach dann trotzdem, ist ja, hängt ja, also geht ja der Radar in eine andere Richtung bei Ja, Wacken oder Summer naja, Breeze genau. oder so. Also als reines Festival, wie wir es musikalisch aufstellen, in der Größenordnung Also ich fällt würde jetzt mir mal auch kein behaupten, ihr anderes seid ein. das Größte der Welt. Aber Oh, da schaue ich auch mal. das checken wir nochmal. Unbedingt. Und wenn das so ist, dann sprechen wir da nächstes Jahr in Hildesheim bei Miraluna drüber. Bitte. Ja, ist gut. Ja, es ist für uns, um das vielleicht nochmal weiter auszuführen, eine Zeit gewesen, wo wir uns in sehr vielen anderen Bereichen auch noch verlinkt haben. Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass auch Viva Con Aqua in einem Jahr, wo die nicht das tun, was sie normalerweise tun, nämlich Becher sammeln und Spenden generieren in irgendeiner Form, ja, für sauberes Trinkwasser in den Bereichen der Welt zu kämpfen, wo es dringend gebraucht wird. Und auch da haben wir mit den Umtauschaktionen einen hohen Betrag generieren können, dass auch die weitermachen können, dass auch da alles weiterläuft. Das war uns sehr wichtig, dass wir auch unsere Verantwortung nicht vergessen und auch die Punkte, die wir vor der Pandemie schon angefangen hatten. Auch diese nicht außer Acht lassen, wie die ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die wir gemacht haben, die sich auch stark auf die Festivals beziehen, die haben wir weiter vorangetrieben. Und ja, wir haben auch Teilebereiche hinterfragt von uns. Es gibt immer Sachen, die man besser machen kann. Ich glaube, das ist gerade mit der kreativen Zeit, die wir jetzt hatten. Ihr habt die für Alben genutzt, wir haben die natürlich für Projekte genutzt und hoffen, dass wir auch die Festivals dadurch nochmal ein Stück besser machen können im nächsten Jahr. Und dann hinzu kam natürlich auch sehr viel, das muss man auch sagen, sehr viel politische Arbeit. Ich bin auch im Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, wo wir halt versucht haben, genau diese Hilfen, die es dann später gab, auch wenn sie teilweise vielleicht nicht ganz so passgenau und nicht ganz so ausgerollt wurden, wie wir uns das vorgestellt hatten, aber schon dies voranzutreiben und dafür zu sorgen, dass, ja, dass Menschen geholfen wird, dass dem ganzen kulturellen Sektor geholfen wird. Nicht nur uns als Veranstaltern, auch den Künstlerinnen und Künstlern, den Solo-Selbstständigen, den Clubs und ja, allen Dingen, die da dranhängen. Und das war schon eine relative Mammutaufgabe. Und wer sich in diesen Bereichen schon mal verdingt hat, weiß, dass das auch relativ nervig ist. Naja. Also wir haben auch viele neue Leute kennengelernt, auch viele Leute, die ich in Ministerien, auf Bundesebene, auf Landesebene kennengelernt habe, die auch wirklich helfen wollten und die auch sich zur Aufgabe gemacht haben und sehr fleißig daran gearbeitet haben, dass es Dinge gibt. Am Ende haben wir im europäischen Vergleich auch ein okayes Maß an Hilfen bekommen, auch wenn natürlich längst nicht alles gut gelaufen ist damit, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, ich sehe dich schon als Kultursenator in 15 Jahren in Hamburg Ich oder so. weiß nicht, ob das mein Ding ist, ich glaube nicht. Dazu habe ich die Musik zu gerne und es hat mich tatsächlich schon genervt, dass ich so wenig mit Musik arbeiten konnte in den letzten Okay. anderthalb Jahre, sondern der Fokus halt viel mehr in dieses ganze Krisenmanagement und in all die Dinge, die damit zusammenhingen, ging und ich gar nicht so sehr mich auf das fokussieren konnte, was ich eigentlich so liebe und Dinge weiterzuentwickeln und Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja, klar. Also, dass das euch das in dem Maße dann auch fehlt. Also, weil natürlich so aus Musikersicht ist diese Agenturarbeit immer unglaublich trocken, aber das ist natürlich, also jetzt nochmal zehnfach trocken gewesen, euer absolut. letztes Jahr. Also es ist ja auch so, guck mal, ich hab jeden Tag, seitdem die Pandemie losging, mehr oder weniger jeden Tag, 8 bis 12 Stunden gearbeitet, weil es nicht anders zu machen war, während der Großteil unseres Teams in sehr hohen Kurzarbeitsraten war und das von Anfang an. Es gab viele Leute, die noch 10 oder 20% ihrer Arbeit hatten. Wir haben das freiwillig aufgestockt und so weiter. Das heißt, was Einkommen und Soziales anging, waren alle abgesichert. Aber natürlich sind da auch die Tagesabläufe und die Struktur des Tages und auch, ich will jetzt nicht sagen, der Sinn des Lebens, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, von heute auf morgen weggebrochen oder auf ein Minimum reduziert worden. Und die Aufgaben, die man hatte, das hast du eben schon angesprochen, haben keinen Spaß gemacht. Also manche Tourneen haben wir 6-mal verschoben mittlerweile. Vor allem die Verschiebungen, ich habe das ja selber mitbekommen,
die wurden immer krasser. Also dann hieß es dann, sorry, also für das Jahr kriegt ihr gar nichts mehr, weil natürlich alle verschieben und dann sind die Clubs voll und dann werden die Clubs weniger ja. und dann bricht noch der Club weg und der. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein ähnliches Problem, dass wir für nächstes Jahr, wir haben ja diese Iron Maiden Shows, ja. die auch das zweite Mal schon verschoben worden sind. Und wir ja, gerade fast so ein bisschen kämpfen mit Nightlinern. Ja, so, dass wir gerade gar nicht wissen, weil die ganzen Companies sagen, sorry, wir sind jetzt schon voll. Und wir tatsächlich gerade sowas überlegen wie, was kostet denn eigentlich so ein Nightliner? Ja. Die sind halt auch ein bisschen teuer. Die sind ziemlich teuer. Und keine Ahnung. Also das ist alles verrückt gerade. Ja, das ist es. Das ist auch bei uns. Ich meine, wir sind noch weit davon entfernt, oder was heißt weit? Wir sind noch ein paar Monate davon entfernt, bis es wirklich wieder ernst wird in der Festivalvorbereitung. Ja. Es passiert schon noch einiges vor Weihnachten, das sind aber eher so die Künstler- und Booking-Themen und so weiter, was sich aber nicht so weit ins Jahr hineinspielt, weil einfach das Programm ja mehrfach geschoben wurde. Und dann geht es immer so gegen Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres mit der Produktionsvorbereitung los. Und wir werden auch da sehen, dass es nächstes Jahr, und darum fangen wir auch jetzt schon damit an, natürlich auch eng werden kann mit Nightlinern, Bühnen, Technik, ja. weil es wird das vollste Jahr unserer Firmengeschichte. Was noch lange nicht heißt, dass es das ertragreichste Jahr wird. Da zweifeln wir nämlich gewaltig dran, weil natürlich ein zwei Jahre langer Stau abgespielt werden soll, plus ganz viele Sachen, die neu in den Markt kommen von Künstlern, die sowieso gerade gar nicht zugegen waren. Ja, die auch teurer sind. Also gerade, genau. Wenn du jetzt versuchst, das Ganze natürlich auch nach Pandemievorschriften, die sich natürlich auch täglich ändern, zu machen, da kompatibel zu sein, das ist natürlich auch viel teurer. Ja. Das dementsprechend. Das kommt noch in Top. Und wir müssen auch mal abwarten, wie sich das alles entwickelt jetzt im Laufe des Herbstes. Was überhaupt von uns gefordert wird, das wissen wir ja gar nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu definieren. Wir müssen nur die Lösungen dafür in der Schublade haben. Das wird von Seiten der Bundes-, Landesregierung und was auch immer ausgerollt werden. Und wir müssen gucken, womit wir arbeiten können dann. Wenn du sagst Festivalvorbereitung, mal so ein ganz eine ganz unpandemische Frage. Schönes Wort, ne? Ja, schöner. Für viele Festivalbesucher ist das so, die kommen aus Mira Luna und dann steht da die Bühne und das kennen sie und viele denken, ja, das bleibt das Ganze ja stehen. So. Weil ja. das ist ja aus Stahl und das ist das fest so. Ja. Wie lang ist so eine Aufbauzeit? Wann ist Tag 1, wenn man auf den Flughafen geht ja. und man fängt an? Wie lange dauert das? Bei Mira Luna ist die Kernaufbauzeit ungefähr 2 Wochen. Mhm. Wir müssen uns immer ein bisschen sputen, weil das ja ein Flughafen ist. Das ist jetzt, der ist auch aktiv. Der ist aktiv, tatsächlich. Gott, ja. Der ist jetzt nicht so aktiv wie Frankfurt am Main, aber der ist schon, da starten und landen täglich Flugzeuge. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir auch in dieser Zeitspanne wirklich das alles schaffen. Das heißt, manchmal muss bei Mira Luna auch richtig Gas gegeben werden, weil der Flughafen halt nur eine bestimmte Zeit gesperrt werden kann. Verstehe. Aber es sind ungefähr 2 Wochen. Und der Abbau geht aber ungleich schneller dann tatsächlich. Ja, so, das Festival wegzubauen ist innerhalb von 3,5, 4 Tagen. Getan. Mhm. Es hängt immer ein bisschen vom Wetter ab, das man auf dem Festival hatte. Weil wenn man ein schönes Wetter hat, dann ist es auch schneller abgebaut. Ja, ja, wenn es ein bisschen matschiger war, dauert es ein bisschen länger. So, aber das bei Mira Luna hatten wir ja die letzten Jahre eigentlich immer sehr, sehr großes Glück mit dem Wetter. Und ja. darauf baue ich auch für nächstes Jahr. Aber die Orga und alle diese Themen, die werden nächstes Jahr auch erschwert sein, natürlich in irgendeiner Art und Weise. Wir haben gesagt, dass wir solidarisch bleiben wollen mit allen Künstlerinnen und Künstlern. Das heißt, wir haben alle gereoffert, auch zum zweiten Mal und nicht irgendwie Cherrypicking betrieben und gesagt, nee, euch buchen wir nächstes Jahr wieder, euch nicht. Weil wir wollten ja auch den Besucherinnen und Besuchern, die das Ticket gekauft haben, das geben, was sie sehen wollten. So, das war ganz klar. Und genauso haben wir es auch mit allen Firmen gemacht, die für und mit uns arbeiten. So, ne? Es ist schwer genug gewesen, die Pandemie für alle, wirtschaftlich, kopfmäßig, in jeder Hinsicht. Und jetzt wollen wir auch dafür sorgen, dass es dann auch allen gemeinschaftlich zusammen wieder gut geht, auch wenn es eine Weile gedauert hat. Und das, was damit zusammenhängt und was man auch ganz klar sagen muss, ist, dass es eine unglaubliche Solidarität in diesem Dreieck Künstlerinnen und Künstler, Veranstalter, Festival und Besucherinnen und Besucher gab. Weil bei Mira Luna hatten wir die sensationelle Quote von, ich glaube, 98,6% der Leute, die ihr Ticket behalten haben. Und dann auch zum zweiten Mal zuletzt behalten haben. Zuletzt ja schon, das ist echt unfassbar. Ja, ja. Also da kann man ja auch nur noch mal danke für sagen, weil das ist das Beste und das ist auch die größte Hilfe, die uns widerfahren kann. Und solidarisch zu bleiben und sich darauf zu freuen, denn wir vermissen das alle, es geht uns allen irgendwie schlecht damit, aber dann, ich sag mal, als die Mira Luna Familie, die wir sind, bestehend aus dem gerade genannten, durchzuhalten und nach vorne zu gucken, das ist sensationell.
Vor allem, dass es so kompromisslos und so problemlos geschehen ist tatsächlich. Ich würde tatsächlich sogar behaupten, dass die paar, die ihr Ticket zurückgegeben haben, einfach die sind, die einfach von so weit wegkommen, dass sie die Reise sich nicht leisten können oder irgendwas. Also Ja. möchte ich tatsächlich auch so gutgläubig auch bei diesen Ja, 1, 1, irgendwas Prozent sein. ist auch so tatsächlich. Ja. Und es gab Leute, die gesagt haben, ich gebe es jetzt erstmal zurück, weil es ist mir noch nicht geheuer. Da gab es auch ein paar, Auch aber nachvollziehbar, ja. Es gab jetzt bis auf, ich sag mal, 2, 3, 4, 5 verquere Stimmen, die man halt immer hat bei sowas, Ja, jetzt überhaupt immer. keine Probleme dieser Art tatsächlich. Wir haben auch uns bemüht, immer sehr frühzeitig und transparent zu kommunizieren. Das hat manchmal ein bisschen gedauert, das liegt aber in der Natur der Sache. Wir wussten es ja selber nicht, was wir da noch offen gesagt haben. Wir sind ja darauf angewiesen, dass andere uns dann sagen, in welchem Rahmen Dinge erlaubt sind. Alles andere machen wir selber. Die Konzepte und alles, was damit zusammenhängt, das hatten wir getan. Wir haben uns auch mit anderen großen Festivals zusammengetan, mit Wacken und diversen anderen, und haben auch zusammen an einem Strang gezogen und zusammen daran gearbeitet, weil wir alle in einem Boot saßen. Das ist auch einer der wenigen positiven Effekte, wenn man das so nennen möchte, aus der Pandemie. Auch der Zusammenhalt untereinander, der war nie größer als jetzt. Auch Festivals, die normalerweise in Konkurrenz miteinander stehen, wenn es um Gebietsschütze und all diese Dinge geht, da haben alle Fünfe gerade sein lassen, alle an einem Strang gezogen. Und da gab es auch nicht viele Eitelkeiten oder große Egos tatsächlich in diesem Jahr. Und die gibt es schon immer wieder mal, muss man ehrlicherweise sagen. Habe ich als Künstler auch gemerkt, dass diese Festival-Exklusivitäten, die man teilweise hat, und Gebietsschutz für die, die es vielleicht nicht kennen, von den Zuschauerinnen, dass man eben über so und so viele 100 Kilometer nicht auf einem anderen Festival im Umkreis spielen darf. Also das war jeder super Ja. tolerant mit jetzt bei diesen Neubuchungen. Ja. Also einfach vollkommen egal. Ich meine, muss man auch sein. Und ich glaube auch, dass im nächsten Jahr, wenn es denn endlich wieder losgeht, auch alle kulturell so ausgehungert sein werden, dass wir alle ein gutes Jahr haben werden. Viel wichtiger ist, dass wir sozusagen die Freiheit, ordentlich veranstalten zu können mit den entsprechenden Konzepten und so weiter, wieder bewerkstelligt bekommen. Mit allen Dingen, die dazugehören, dass das okay ist und dass alle ein gutes Gefühl dabei haben. Dass man sich relativ sicher fühlt, weil auch Corona wird auch nächstes Jahr nicht vorbei sein, aber ich glaube, es wird eine ganz andere Art des Handlings geben damit. Und ja, ich bin da wirklich guter Dinge, dass wir da gut vorankommen tatsächlich. Ich drücke die Daumen. Ja. Was ist für euch als Band? Wie habt ihr eure Crews, eure Menschen, die jetzt nicht zu den direkten Musikern der Band gehören? Wie ist es denen ergangen? Wahrscheinlich. Also wir dem einen besser, dem anderen schlechter. Unsere Crew ist bunt zusammengewürfelt aus Leuten, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Einige wirklich komplett im Veranstaltungsbereich, andere aber eben auch im Studio, häufig auch bei mir im Studio parallel. Das heißt, die Jungs haben im Studio viel zu tun. Andere haben nebenher ganz andere Jobs, und betreiben quasi das Tourleben wie so eine Art Urlaub. Ja. Und wir haben tatsächlich da offen kommuniziert und haben dann auch mal gefragt, so wer Hilfe braucht. Weil gerade wenn wir dann mal gut verdient haben mit Merch und so, dass wir geguckt haben, wie können wir das machen. Und im Speziellen zum Beispiel unsere Lichtfrau, die ist irgendwie gerade so am Anfang der Pandemie, als noch nicht abzuschätzen, was abging, ist die nach Hamburg gezogen, maßgeblich wegen uns, weil die, damit sie Ja. näher an uns dran ist. Auf einmal brach alles weg. Und wir haben uns dann so Aktionen einfallen lassen. Wir hatten jetzt von unserem neuen Album, haben wir 2 Wochen vor der VÖ, haben wir nochmal so eine Last-Minute-Support-Box gemacht, die hieß auch so. Und die hatte zum einen den Support-Grund, eben umsatztechnisch uns ein bisschen besser noch in die Charts zu pushen. Also so Support ganz egozentrisch für uns. Hat doch geklappt, wir waren auf Platz 2, das ist für uns sensationell. Glückwunsch nochmal, das ist super, keine Danke. Frage. Vor uns nur Danger Dan und ich gönn's ihm, weil Ja. geile Nummer. Und der andere Support-Gedanke war, dass der Reingewinn dieser Box eben an unsere Lichtfrau ging. Und das waren 500 Boxen und für einen hohen Verkaufspreis, und also nicht der Umsatz, sondern der Schon Gewinn, klar, ja, das, was ja. übrig bleibt. Aber das war trotzdem ein Batzen, und so lassen wir uns halt Sachen einfallen, wie wir uns da helfen können. Weil für uns ist das so, wenn wir auf Tour sind, wir machen keinen Unterschied zwischen Band und Crew. So, es wird angefasst, wo jeder irgendwie anfassen kann, und es gibt da nicht so eine. Ich erlebe das manchmal bei Bands, so eine mit Absicht, so eine Abgrenzung, so eine Zweiklassengesellschaft, so Naja. keine Verbrüderung mit Angestellten, so nach dem Motto. Und das finden wir ganz furchtbar. Das macht uns keinen Spaß. Für uns ist Tour wie Klassenfahrt, und deshalb haben wir auch in der Pandemie so gut wie es geht versucht zusammenzuhalten und hoffen natürlich auch, dass da keine Scham ist, wenn einer aus der Crew sagen muss, Leute, ich brauche Hilfe. Dass Genau. dann dementsprechend man darüber spricht.
Ja, das ist in eurem Bandkosmos ähnlich wie bei uns im Büro oder mit der Firma und den Firmen, denen wir zusammenarbeiten. Weil A, passt man natürlich aufeinander auf. Das ist das, was ich eben schon mit diesem Family and Friends Vibe meinte. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch immer ein offenes Ohr gehabt für die, die sich anvertrauen wollten. Ich bin ganz sicher, dass es auch noch mehr gab, die es nicht getan haben, weil es ja schon sehr schwierig in der Breite war. Es ist immer peinlich zu sagen, ich habe genug Geld oder so. Ja. Aber einige haben es auch getan und wir haben vielen helfen können. Ja. Es geht ja also A darum, den Menschen generell zu helfen und aufeinander aufzupassen. Aber wir wollen mit diesen Menschen ja auch weiterarbeiten, wenn es wieder losgeht. Wenn die jetzt aus der Not heraus irgendwo anders hin abdriften müssen oder mit ihren kleinen, mittelgroßen, großen Firmen pleite gehen, dann haben wir auch ein Problem. Weil wir stemmen ja auch nicht alles aus unserem Büro heraus. Wir haben sehr viele Firmen, mit denen wir teilweise seit 10, 20 Jahren zusammenarbeiten und die bei unseren Festivals, gerade bei Mera Luna, auch jeden Grashalm kennen und jede Ecke auf dem Flughafen in Hildesheim. Und die sollen ja bitte alle ihren Job auch wieder weitermachen. Und da war schon, gerade als es dann noch klar wurde, dass 21 auch nicht funktionieren wird, gab es da einen richtigen Knick Anfang des Jahres. So, das war auch so die perspektivloseste Zeit, wo wir gemerkt haben, es kommen irgendwelche Mutanten und irgendwie sind die 60, 70 Mal ansteckender und so weiter. Und da haben wir auch kurz innegehalten und gesagt, okay, jetzt wird es wirklich nochmal hart. Nicht ahnen, was danach noch alles kam, aber nichtsdestotrotz haben wir das alles so bewerkstelligt, dass es funktioniert hat. So. Und ich glaube, dass wir als Team auch gut da durchgekommen sind, insofern man das sagen kann. Ich glaube, genau, viel besser wäre es nicht gegangen tatsächlich, aber... Ich glaube tatsächlich, dass so die Grenze, angenommen ich arbeite jetzt in einer Firma und bin fest angestellt und diese Schwelle zum Chef zu gehen und zu sagen, ey, ich brauche Geld, ich glaube, das ist dann auch nochmal schwieriger. Deshalb großen Respekt davor, wenn man sich dann da öffnet. Das ist bei uns im Konstrukt ein bisschen einfacher. Unsere Crew schreibt uns auch Rechnungen. Wir machen auch alles legal und mit Papier und so weiter. Klar. Aber wir haben von Anfang an mal dieses Prinzip gefahren, durch dick und dünn. Das heißt, wir haben häufig der Crew gesagt, Leute, wir spielen jetzt das erste Mal in, keine Ahnung, Bulgarien. Die Gage ist ungefähr die. Das heißt, wir verdienen ungefähr minus so und so viel 1.000 Euro mit allen Ausgaben. Wer von euch hat Bock auf einen kleinen Bulgarien-Urlaub? Wir können gerade leider nichts zahlen oder nur wenig. Und auf der anderen Seite haben wir dann extrem gut bezahlte Shows, wo wir gesagt haben, wir verdoppeln eure Gage. Oder auch bei unseren Stream-Konzerten, wenn dann eben das viel mehr war als erwartet, dann haben wir halt nachträglich die Gage von den Leuten verdoppelt. Und deshalb ist bei uns, glaube ich, diese Schwelle kleiner, dass wir drüber sprechen können. Das also nicht, weil du nicht auch, zu so einem Chef, ich weiß, wie ihr so untereinander, ich kenne euch ja jetzt auch schon, auch ein paar von euch aus der Firma schon länger. Aber deshalb bin ich da sehr dankbar für, dass wir so zusammenarbeiten können. Und das verstehe ich total. Wir werden das auch häufig gefragt, so von was muss man bei euch tun, um in der Crew zu arbeiten und so, was muss man an Erfahrung und Leistung mitbringen, sagen wir mal so. Leistung ist das eine, die muss natürlich von der Basis stimmen, aber du musst maßgeblich zur Familie gehören, das braucht eine Weile, da kannst du dich nicht bewerben. Du musst uns, das passiert oder das passiert nicht. Genau, das wächst. Es gab ja viele... Es war ja sehr unterschiedlich auch bei den Künstlern und Künstlerinnen, bei den ganzen Bands und Acts, die wir so haben. Einige haben extrem viel Wert darauf gelegt, so wie du. Anderen war es tatsächlich eher egal, wo wir noch gesagt haben, ey, guckt euch das doch nochmal an, das können wir nur empfehlen, das macht schon Sinn. Ist halt so unterschiedlich, wie Menschen sind, so unterschiedlich wurden die Situationen auch gehandhabt. Aber ich finde, das geht nur so. Und ich glaube auch, wenn wir dann demnächst mal wieder zur Normalität zurückfinden, werden das alles sehr positive Effekte sein, die sich auch auszahlen. Genau wie die Solidarität, die wir untereinander hatten und all diese Dinge, die sich ergeben haben über die Pandemie. So, und das finde ich schon extrem gut tatsächlich. Ich habe tatsächlich auch, ich stoppe mich, wenn ich mich wiederhole vom letzten Jahr, aber ich habe tatsächlich auch viel gelernt. Also tatsächlich auch mal so wieder Ruhe und Zeit für sich finden, weil es gab nun mal Zeiten, auch wenn ich viel im Studio zu tun habe, wo tatsächlich mal ein paar Tage Leerlauf waren und ich gemerkt habe, ich kann tatsächlich mich mal gerade auf andere Sachen konzentrieren und ich habe auf absurde Weise, so hart das jetzt klingt, teilweise sogar diese Zombie-Nächte auf St. Pauli ab und zu mal genossen, wo ich rausgegangen bin auf die Straße und zwar niemand da. Ja. Natürlich wünsche ich mir das niemanden allgemein und auch mir nicht. Aber es hat tatsächlich so geholfen, so ein bisschen zu reflektieren. Und ich bin jetzt kein Typ, der immer sagt, alles, was schlecht ist, muss immer irgendwas Gutes haben. Es gibt auch einfach Sachen, die sind halt einfach scheiße. Genau. Punkt. Aber ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen lernen können. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt irgendwie genug gelernt.
Das unterschreibe ich zu 100%, geht mir ganz genauso. So, also weil es hat ja auch nicht nur Positives hervorgebracht, Zusammenhalt, Solidarität in vielen Orten, aber es hat natürlich auch krasse Spaltung und Abgrenzung absolut gegeben. Ja. Also so mit den ganzen, weiß schon selber, die über die man gar nicht erst reden will, genau. Das ist teilweise auf so einem Level. Und wo wir letztes Jahr gesprochen haben, da war das im Verhältnis zu jetzt ja noch erträglich. Und deshalb hoffe ich, dass auch da wieder Kommunikation stattfindet und man wieder zueinander führt, weil diese solche Spaltung, also Spaltung ist für nichts gesund auf die Dauer. Ist nie gut und ich weiß genau, was du meinst. Es ist manchmal schon erstaunlich, welche Meinungen dann vorherrschen hier und da. Wie gesagt, wir wollen das nicht breittreten hier, weil wir dem auch kein Forum bieten wollen. Ich hoffe aber auch, dass Gesellschaft wieder zueinander findet. Ich hoffe vor allem auch, dass Wertschätzung füreinander, für die Kunst, für Kultur, für das, was Menschen leisten, ein bisschen davon profitieren kann, was wir jetzt durchgemacht haben. Im Sinne von, manchmal, es gibt ja dieses Sprichwort, dass man erst weiß, was man aneinander hat, wenn man es verliert, sozusagen. Und ich glaube, dass wir alle sehr wenig geboten bekommen haben, was kulturelle Dinge angeht, Zerstreuung, den Fun-Part, den man so im Leben hat und all diese Dinge. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir da auch das nicht vergessen. Dass nicht, wenn es irgendwann 3 Monate wieder normal ist, welches normal auch immer, wir einfach dahin zurückkehren, wo wir vorher waren. Ich meine diese ganzen Sachen wie Cancel Culture und das ganze Hatertum im Internet und diese ganzen Geschichten. Ich hoffe einfach, dass der ein oder andere das ein bisschen besser reflektiert und ein bisschen was daraus gelernt hat, dass das alles gar nicht so selbstverständlich ist und dass wir uns darüber freuen sollten, dass wir diese Dinge haben und sie auch schützen. Ja, da sagst du was. Also ich habe mit einem befreundeten Booker von einer anderen Agentur mal gesprochen vor ein paar Jahren und da meinte er, du Chris, mach dir keine Sorgen, so unsere Agentur, die wird nie pleite gehen, weil es wird immer irgendwie Veranstaltungen geben, egal was, wir haben immer zu tun. Und ein paar Monate später ging das los und auf einmal dachte ich so, krass, also damit hätte ich nicht gerechnet, hätte er damit gerechnet, dass ein Atomkrieg ausbricht, aber weil du einfach, keine Ahnung, irgendein Wahnsinniger irgendwo dreht durch, aber das so schleichend auf einmal so, und auf einmal hat es den ganzen Planeten erfasst und alles ist so lahmgelegt, ja. Also so wirklich so paralysiert. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das war für mich unvorstellbar. Es war für mich vorstellbar, dass jemand krank ist, dass mal unser Schlagzeuger sich ein Bein bricht, dann mal ein anderer Schlagzeuger einspringen muss oder dass mal, keine Ahnung, einer wird halt schwanger oder so, dann musst du halt mal aussetzen, so die normalen Sachen. Oder vielleicht ist auch mal irgendwas echt Schlimmes, was aber dann nach einem Monat ausgestanden ist. Aber diese Paralyse über so 2 Jahre jetzt fast schon, das anderthalb, unvorstellbar. Absolut. Und ich hab das auch immer noch, ich muss sagen, ich habe es immer noch in Knochen. Mein letztes Konzert, so richtig vor Publikum, nicht Stream, war in London auf der Bühne letztes Jahr und ich musste nach 3 Songs abbrechen, weil ich 40 Grad Fieber hatte. Wer weiß, vielleicht hatte ich sogar schon Corona, ich habe sie testen lassen. Ja. Und das steckt mir in Knochen. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, das seitdem gut zu machen. Ich habe zum ersten Mal wieder Lampenfieber. Ich weiß, wenn ich jetzt wieder auf die Bühne gehe, ich werde ein Todeslampenfieber haben, weil ich dieses Versagen noch habe. Ich habe 1000 Konzerte in meinem Leben gespielt, nie eins abbrechen müssen. Und deshalb, ich freue mich drauf, aber ich habe auch echt Hammerangst. Also wenn es dann wieder irgendwo losgeht, richtig Schiss. Das glaube ich. Und ich glaube, dass der gesunde Respekt vor den Dingen, die vor uns liegen, uns auch noch ein bisschen besser werden lassen für den Moment. Wir werden auf jeden Fall alle 110% geben, wenn es wieder losgeht. An jeder Front sozusagen. Und ich freue mich da einfach wahnsinnig drauf. Ja, das ist so. Also ich kam hier vorhin rein. Und dann macht man hier so Check-in, das war fast ein bisschen wie bei Mira Luna, wenn man dann reingeht mit dem Tourmanager und dann. Und ich habe so einen Witz gemacht, ich habe ganz vergessen, wie sich das anfühlt, aber ich meine das ganz ernst. Also das war gerade richtig so, wow, ich glaube, ich lasse das auch mal eine Weile dran. Ja. Ich bin eigentlich kein so Festivalbändchen-Aufbewahrer, aber ich glaube, das muss ich jetzt mal eine Weile tragen. Ja. Ich finde das würde mich geil. Freuen. Und nächstes Jahr gibt es dann wieder die anderen. Ja, hoffentlich. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt so langsam zum Ende der Zeit. Es ist mal wieder richtig schnell gegangen. So schnell gegangen. Ja, es geht immer so schnell. Ich hoffe, Wahnsinn. Dass wir ins nächste Jahr, oder ich bin sicher, das sagen wir jetzt auch so, dass wir uns nächstes Jahr auf der Mira Luna sehen. Ihr spielt ja auch mit der Ensemble-Show. Endlich. Oder The Lost Ensemble. 2 Jahre voneinander hergeschoben. 2 Jahre, ja, und dann 2 Jahre nach dem Album auch. Oder 3, genau. 2, egal, also lange. Ist jetzt tatsächlich, hat lange gebraucht, wir freuen uns drauf, wir freuen uns wahnsinnig auf euch alle, denn ihr seid der entscheidendste Teil dieses Festivals,
neben den Dingen, die Chris mit der Band macht und wir hinter den Kulissen. Wir wünschen euch, dass ihr alle gesund und munter bleibt bis dahin, dass ihr stabil und stark bleibt. Und ja, ich freue mich darauf, diese große Mira Luna Familie im nächsten Jahr dann endlich wieder zum Familientreffen begrüßen zu können. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich, Chris. Das war wieder super. Gerne, danke dir. Hast du noch ein letztes Wort, was du an die Leute richten möchtest? Ich habe, wo du gerade gesagt hast, Mira Luna, ich habe gerade so wirklich diesen Flashback, wie man so nach dem Konzert immer noch so in Euphorie schwelgend, so Adrenalin betrunken irgendwie so, da so steht und dann geht man raus und geht über dieses Infield oder dann vielleicht mal über den Zeltplatz und guckt einfach nur. Und ich glaube, ich freue mich gerade genauso wie auf das Konzert, freue ich mich auf diesen Spaziergang. Ja. So, der dauert immer nicht lang, weil nach 3 Minuten ist es gleich eine Gruppenwanderung. Ja. Und das ist ja auch sehr schön. Aber ich glaube, da freue ich mich richtig drauf. Ich freue mich auch drauf. Und weil ich freue das vermisse ich sehr. Wenn ich gefragt werde, worauf freust du dich am meisten, dann sind es 2 Dinge. Das erste ist, die Menschen wieder ankommen zu sehen beim Festival. Und der zweite Moment ist, wenn ich bei den Headlinern oder bei Bands, die ich persönlich sehr gut finde, auf der Bühne stehe und ins Publikum gucke, also vom Bühnenrand, von der Kante, und sehe, wie das den Leuten Freude bereitet und wie es aufblüht, wie es funktioniert, wie alles ineinander greift und genau zu dem wird, was es sein soll. Ja. Also, wir sehen uns nächstes Jahr. Wir freuen uns auf euch. Bleibt stabil und bis zum Mira Luna 2022. Ciao. Tschüss.